Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ihr zugeschaltet habt, um zu gucken, was ich denn heute wieder so anstellen werde. Und wie ihr vielleicht auch zu Hause habt ihr manchmal Sachen, die man einmal kauft und dann hat man es hier liegen und man ist nicht so zufrieden damit und man weiß nicht, was man machen soll damit und, weil es halt nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte. Ihr kennt die Geschichte. Ne? Und darum geht es heute in diesem Video. Und zwar geht es um diese 3D-Drops, Glitter-Drops, Metallic-Drops. Es gibt sie ja in verschiedenen Variationen. Und ich habe davon ziemlich viele, ne? Ist ja das gleiche, ne? Hier, ne? Ist alles voll, das hier sind meine Nuvo Drops und dann hier Glitter und Metallic und ich wollte euch mal zeigen, dass man die auch für andere Sachen nehmen kann und nicht nur für Drops zu machen, ne? Denn manchmal hat man sie da und man braucht sie vielleicht nur ein oder zweimal und dann weiß man nicht mehr. So, für diejenigen, die schon etwas länger dabei sind, ich habe schon mal ein Video über Nuvo Drops und Metallic Drops gemacht, wie man damit Hintergründe gestalten kann. Und für diejenigen, die dann jetzt neu sind und einmal wissen möchten, was man damit machen kann, mache ich das Video halt nochmal. Ich habe auch schon ein paar Beispiele, wo ich einfach nur mal ein bisschen ausprobiert habe. Das hier zum Beispiel, seht ihr das? Das ist dieses, das ist das hier. Das ist Neongelb. Das kommt jetzt nicht so rüber. Aber seht ihr, wie das schimmert? Und einfach mit einer Schablone schon hat man einen Hintergrund, was man für eine Karte nutzen kann oder für, keine Ahnung. Ne? Ist einfach mal ein bisschen ausprobiert. Also es funktioniert. Man kann natürlich auch mal so ein paar Highlights machen. Wie zum Beispiel hier habe ich einfach mal eine Krone ausprobiert und hier so ein Partyhut. Das ist mit dem Gold und das ist mit irgendwelchem Rosa, ich weiß es nicht mehr, ich habe davon ein bisschen. Oder hier einfach auch mal ein Blatt. Ne? Also man kann auch mit Schablonen mit diesen Sachen arbeiten. Also, das machen wir heute. Ich zeige euch zwei, drei Stück. Und ja, dann gucken wir mal. Also, ich habe jetzt hier, weil das hat mir ein bisschen zu gewellt, das Papier, ich habe jetzt hier das Aquarellpapier aus dem Action. Also das hier, wo ich jetzt ausprobieren werde. Und ja, nehmt euch eine Matte unten drunter, wo ihr rumsauen könnt. Denn ihr braucht Papier. Dann braucht ihr so einen Spatel. Und dann braucht ihr auch noch irgendwas hier. Ich habe hier so ein Stück Glas. Glasplatte könnt ihr auch nehmen. Ich habe meine ist jetzt weggeräumt. Und deshalb, ja, ich kam jetzt nicht dran, weil so viele Sachen da vorne stehen, weil ich ja am Aufräumen bin. Und deshalb hier ein Stück Glas, wo ihr eure Farbe rauftun könnt. Und dann natürlich Schablonen. So, ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit ein paar Highlights, wenn man mal so irgendwo was machen möchte. Ich guck mal hier, ich nehme zum Beispiel hier den Stern her. So, legen den mal hier oben hin. Und so. Und das klebe ich mir an, damit das nicht mehr verrutscht. Und auch noch ein Stückchen hier. So. Okay, also wir kümmern uns jetzt um diesen Stern. Und da würde ich jetzt, die hatte ich schon. Dann nehmen wir jetzt mal die hier. Ich glaube, die ist noch zu. Das muss von den vorigen gewesen sein. Und ja, dann öffnen wir das Ganze. Wie seht, sie ist noch zu. So. Und dann öffnen wir hier das kleine Ding. Und da machen wir uns mal Farbe hier auf unser Glas. Einfach so ein Klecks. Und dann nehmen wir den Spatel. Machen uns ein bisschen hier drauf. Und dann einfach über die Schablone damit.
So. Und was toll an diesen ist, ihr könnt das mit einfach normalen Feuchttüchern, bekommt ihr das wieder sauber. Das ist auch natürlich was Tolles, wenn man damit alles wieder sauber bekommt. So, dann hätten wir das. Und dann würde ich sagen, dann nehmen wir das. Ah, jetzt habe ich... Ich habe es... Ne, es ist okay. Und schon habt ihr einen Stern. Mit einem Schweif. Ne? Ist ja so, ne? So nennt man die doch. So eine Sternschnuppe, ne? Und schon, ne, habt ihr was... ja, gibt einen tollen Effekt vielleicht mal auf einer Karte oder so. Man hat so einen 3D-Effekt. Und das finde ich eigentlich ganz klasse daran, dass man sie auch so nutzen kann, ohne nur... ja, Drops halt zu machen. Ne? So, dann machen wir das mal beiseite. Und ich würde sagen, dann machen wir nochmal. Na, bleibst du kleben. Was könnten wir noch? Ach komm, wir probieren auch noch hier den Mond. So, wieder ein bisschen ankleben. Und was nehmen wir da für eine Farbe? Ich glaube, ich habe auch Silber oder sowas. Was heißt das? Das ist grau. Ah, wir machen einen grauen Mond. Nur zum Gucken, wie der aussieht. Mal in einer etwas dunkleren Farbe. So. Das ist eine jetzt von den neueren. Die haben auch alle Zahlen und alle andere Zahlen. Also die kann ihr wirklich, das kann man wieder sammeln und dann gucken, dass man später alle Farben hat. Ne? So, natürlich, wenn man nur Lust hat dazu. Ne? Ich würde sagen, dann fangen wir mal an. Und dann würde ich sagen, ziehen wir das mal ab. Oh, schön. Und schon habt ihr auch einen Mond. Hm? Muss man da nur trocknen lassen und dann, ja, also ich finde es klasse, für auch mal einfach nur so mal einen Effekt an irgendwas zu bringen. Ne? Es gibt einfach, ja. So, ich würde sagen, dann probieren wir auch mal. Ich habe hier noch so Buchstaben. Gucken, ob die Buchstaben genauso gut funktionieren. So, ich lege das einfach mal hier hin, hier so drauf. Und da machen wir einfach mal die erste Reihe. A, B, C, D, E. Ist ja nur zum Versuch. Und dann, was nehmen wir da für eine Farbe? Ich, wisst ihr was, ich nehme jetzt einfach mal eine Metallic-Farbe, um euch zu zeigen, dass die genauso gut gehen wie die mit Glitzer. Ne? Eine Metallic. Dann nehmen wir mal Rosa hier. Ah, die ist schon offen. Okay, die habe ich schon genutzt. Ja, man weiß es nie. Ne? Da gucken wir mal. Ja. So. Einen ordentlichen Klecks. Und dann einfach über den Buchstaben.
das C. So, da nehmen wir uns auch noch das D hier. Und dann noch das letzte hier auch, das E. So. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns das mal an, ob ich jetzt nicht gesaut habe. Überhaupt nicht. Und so sieht das mit Metallic-Farben aus. Also ich finde das richtig klasse, was man da für Akzente setzen kann. Also ihr könnt die wirklich nutzen, ne? Und nicht nur halt zum Tropfen. Nicht nur halt Tropfen zu haben. Ne? Also ich glaube, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Man kann die auch wirklich ganz anderswertig nutzen und sich richtig tolle Sachen daraus machen. So, ich würde sagen, da machen wir jetzt auch noch einen Hintergrund. Wenn ich das jetzt mal hier sauber habe. So. Am besten ist, ihr macht auch eure Schablonen, sobald ihr fertig seid, wieder sauber. Ich weiß nicht, wenn es ein bisschen länger drauf ist, ob man das dann noch richtig abkriegt. Ne? Also lieber besser ein kleines Feuchttuch dabei haben und die Farbe sofort abmachen. Dann gibt es auch später keine Probleme. Also wie gesagt, so sieht das aus. Ne? Oben mit den Glitzer und hier unten das Metallic. Also ich finde es, ja, für Akzente zu setzen, finde ich das richtig klasse. So, dann probieren wir. Und dann, ja, wie gesagt, beiseite legen und dann halt trocknen lassen. Ne? Ihr wisst, das ist wie bei Nuvo Drops, das braucht ein bisschen. Einfach beiseite legen und dann, wenn es trocknen ist, dann wieder weiterverarbeiten. Ne? So, ich würde sagen, dann nehmen wir das nächste und dann habe ich das hier. Und jetzt versuchen wir das auch noch. So, einfach nur mal festkleben. Wenn ihr eine große Glasplatte habt, ihr könnt auch einfach das auf die Glasplatte kleben. Ne? Natürlich, das geht auch. Ne? Und dann nebenbei, also ihr wisst, was ich meine. Ne? So. Was nehme ich denn jetzt hier für eine Farbe? Weiß auf weiß, das sieht man nicht. Was haben wir hier? Das ist das Graue von eben. Und was haben wir hier? Dunkelblau. Ach komm, wir probieren mal dieses Midnight Blue. Das ist auch von der neuen Kollektion. So. So. So, ich mache jetzt nicht das ganze Blatt, nur um euch zu zeigen, dass das halt auch funktioniert. Wenn man sich einen Hintergrund gestalten möchte.
So, ich mache jetzt mal nur so eine Ecke. Ist ja nur, damit ihr seht, wie das funktioniert. Müsst halt nur ein bisschen mit eurer Schablone aufpassen, dass es euch nicht unter die Schablone läuft, ne? Halt die normalen Sachen halt, ne? Wie man halt mit allen Pasten und alles halt aufpassen muss, ne? So, ich würde dann sagen, dann gucken wir mal. Und so könnt ihr euch Hintergründe gestalten, ne? Ein ganzes Blatt so, und dann könnt ihr das weiterverwenden. Also ich finde es klasse, und für diejenigen, die zu Hause haben und ja, nicht wissen, was sie damit machen sollen. Also hier seht ihr ganz genau, ne, was für tolle Effekte man bringen kann. Und wenn das jetzt trocken ist, dann ist das auch, das glitzert schön und kommt jetzt in der Kamera nicht so rüber, weil ich das Licht anhabe. Aber das glittert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ist genauso wie hier das Gelbe hier. Das glittert enorm. Oh doch, ich glaube, ihr seht es ein bisschen, ne? Wenn ich das ein bisschen, nicht allzu viel, aber doch so. Also das glitzert wirklich enorm und sieht richtig toll aus. Also ich kann sie nur empfehlen, halt für andere Sachen zu gestalten. Ne? Wie gesagt, einfach mal ein paar Highlights irgendwie auf irgendwas. Oder ja, wie hier, ne, paar Buchstaben oder ja, paar Sterne oder was auch immer. Ne? Also ich finde, es sieht toll aus, und man verwehrt sie vielleicht so eher, als sie einfach nur da liegen zu lassen und nicht zu wissen, was man damit machen soll. So, das wäre es gewesen. Es war nur ein kleines, ein kleiner Tipp, kleiner Test, damit ihr seht, dass sie funktionieren und dass man auch noch andere Sachen damit halt tun kann. Und ja, ich würde sagen, das war's dann für heute. Falls euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, einen lieben Kommentar würde ich mich auch freuen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann Abo nicht vergessen und Glocke nicht vergessen, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und ja, dann wie immer, passt auf euch auf, bleibt gesund, vor allem kreativ, und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!